In den letzten Jahren ist es möglich geworden, dass wir protoplanetaren Scheiben auch tatsächlich teleskopisch beobachten können. Und das ist ein absolut spektakuläres Beispiel dafür. Das ist HL Tauri, 54 Lichtjahre entfernt von unserem Sonnensystem, und eine protoplanetare Scheibe um einen Stern, der ähnlich wie unsere Sonne ist. Ein weiteres Beispiel ist das hier, das ist TV Hydrae, das ist 176 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt und auch eine protoplanetare Scheibe, die um einen sonnenähnlichen Stern sich befindet. Die Bilder werden gemacht mit dem ALMA Radioteleskop, das ist ein Array von Teleskopen von 66 Schüsseln, die im Submillimeterbereich das Ganze aufnimmt. Und was wir hier in Rot sehen, ist praktisch Staub. Und das Spektakuläre und Interessante sind eben diese Lücken hier in dieser Staubscheibe, die einmal bei vielleicht 20 astronomischen Einheiten sind, einmal bei 40 astronomischen Einheiten. Und das sind so Distanzen wie Saturn, Uranus und so weiter, also sehr bekannte Distanzen aus unserem Sonnensystem. Und was man hier natürlich annimmt und was recht wahrscheinlich ist, dass das hier Lücken sind, die entstanden sind durch sich bildende Planeten, die während ihrer Bildung das ganze Material, den ganzen Gas, den ganzen Staub aus der Region aufgesammelt haben und dabei diese Lücken gebildet haben. Es gibt also eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich hier in die Geburt eines neuen Planetensystems schauen bei dem Ganzen. Man muss aber ein bisschen aufpassen, es gibt alternative Erklärungsvorschläge dafür, wo man sagt, das hat vielleicht irgendwas mit Dichtewellen oder sonst irgendwas zu tun. Also es sind noch nicht alle überzeugt, es ist noch nicht 100% klar, ob es wirklich Planetenentstehungsgebiete sind. Aber in jedem Fall können wir hier zum ersten Mal tatsächlich protoplanetare Scheiben direkt beobachten. Das heißt, direkt beobachten, was möglicherweise bei uns passiert ist im frühen Sonnensystem, beziehungsweise wie unser frühes Sonnensystem ausgesehen hat.